Hallo, Test, Test. Okay, guten Tag. Wir kommen zu der Vorlesung Rechnerstrukturen. Letzten Montag haben wir schon über RISC-V ein bisschen diskutiert. Heute machen wir weiter.
über die Befehle und auch die das Speichermodell und Ausführungsmodell von RISC-V-Architektur. So, was ist das Speichermodell von RISC-V-Architektur? So, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, dass wir 2 und 3 Registerpools, ein Zusatzregister Programmzelle haben. Und das sehen wir hier in diesem Bereich. Register sind mit fester Länge. So hier sprechen wir normalerweise mit 32 Bits. Deswegen haben wir 32 verschiedene Register. Und jedes Register hat 4 Bytes. Und wir haben auch diese Registerprogrammzähler. Und dann, wir brauchen auch andere Dinge. Es ist ein sogenannter Hauptspeicher. Auf Englisch Memory. Was bedeutet Hauptspeicher? Es ist unser Speicher, die wir Programme speichern. Und Daten speichern. Okay? Und Register brauchen wir am Prozessor, um Dinge zu arbeiten, aber Hauptspeicher brauchen wir, um Daten zu speichern und Programm zu speichern. Was bedeutet jetzt hier, wenn wir etwas im Hauptspeicher speichern, und benutzen später, wenn wir solche Daten am Prozessor benutzen mussten, dann müssen wir zuerst die Daten am Register laden oder den Befehl am Register laden und dann können wir weiter benutzen. So, jetzt ein Beispiel. Wenn wir 4 Bytes auf Speicher speichern, dann es kann sein, das ist nur 1, 2, 3. Oder 3, 2, 1 nur, dann laden wir in Register. So, wir würden über von Neumanns Rechnen benutzen. Und was sind die Eigenschaften von Neumanns Rechnen? Wahrscheinlich, das ist auch das ganze Prinzip von modernen Rechnen. Und am Ende des Semesters werde ich über Turing-Maschinen und von Neumann-Maschinen noch einmal erklären. Und dann können wir überlegen, warum sprechen wir meistens hier mit von Neumann-Rechnen. Und später in GTI bekommen Sie die Information von Turing-Maschinen. Okay, so. Von Neumanns Rechnen basiert mit ein paar Eigenschaften. Zuerst, das speichert als in Zählen gleiche Größe einteilen. Das bedeutet, wenn wir über das Hauptspeicher noch gucken, jedes Zähler haben wir als Basis ein Byte. Und wir sagen, dass jedes Wort hier hat 4 Bytes. Das bedeutet, wir haben diese sogenannten Alignment auf Englisch. Und wenn wir etwas auf Speicher zugreifen möchten, dann das ist immer die Vielfalt von 4. Also wir können Adresse von 0, von 4, von 8 und weiter zugreifen. Aber nicht insbesondere andere. Wenn wir über Character sprechen, dann das ist in Grenze mit Bytes. Deswegen, wenn wir die Daten vom Speicher laden, dann müssen wir das vom Speicher in Register laden. In RISC-V oder in anderen RISC-basierten Instruction Set Architekturen
benutzt man diesen Befehl Lautwort. Oh, in short, LW. Lautwort, was bauen wir in Lautwort? Es gibt Befehl Lautwort. Und es gibt ein Ziel. Das ist das Ziel des Registers. Okay, so das Zielregister. Wir haben zusammen 32 verschiedene Register. Dann kodieren wir mit 5 Bits. Ja? Und dann wir können die Adresse von einem Register kodieren. Das ist auch in Register 0 bis Register 31. Hier haben wir auch 5 Bits. Hier willkommen. Und dann am Ende können wir hier Offset setzen. Zum Beispiel, wenn wir in Register 19 wenn wir in Register 19 diese Adresse 1000 schon gespeichert und wir mussten die Adresse von 1012 laden, dann können wir mit dieser Offset zusammen mit Register hier setzen. Dann bekommen wir diese Lautwort im Lautwort von Adresse in Register X19 plus Offset im Zielregister hier XART zu ordnen. Okay, so ich erkläre noch einmal, wenn wir Daten vom Speicher laden mussten, es gibt zwei Dinge. Zumindest für die Adresse sollten wir die Daten laden. Für diese Adresse können wir zumeist in ein Register als Basisadresse setzen und dann mit dieser Basisadresse können wir mit Offset machen. So, das ist ganz praktisch. Wenn wir Daten von Array laden mussten, dann fangen wir mit der Basisadresse an und dann in jeder Iteration machen wir mehrere Offset. Dann können wir dann mehrere Daten basiert auf eine Basisadresse laden. Das ist unsere Adresse vom Hauptspeicher zu laden. Dann bauen wir auch das Zielregister. Das Zielregister ist hier Beispiel XART. Okay, dann, was ist wichtig, ist das Konzept. Diese Konstanten, diese Offset, ist nicht, diese Konstanten muss man immer mit zwei Komplement denken. Das bedeutet, wenn wir über diese Adresse denken, das ist immer mit positiv oder negativ sein. Es bedeutet, wenn wir 12 Bits hier haben, dann die Adresse, die Offset ist zwischen minus 2 hoch 11 bis 2 hoch 11 minus 1. Das erste Bit, wir haben zusammen 12 Bits und das erste Bit ist das Sign-Bit. Wenn wir später solche Offset benutzen mussten im Berechnen, dann brauchen wir immer mit Sign-Extension. Was bedeutet hier ist, wenn wir hier mit dieser Operation, diese 12 plus X19, das ist natürlich nicht einfach, man kann nicht einfach so berechnen. Diese 12 haben wir nur 12 Bits zu kodieren und X19 haben wir zusammen 32 Bits. In Rechnen, wir können zwei Bit-Vektoren mit verschiedenen Bitlängen nicht operieren.
Es bedeutet, wir sollten hier immer mit Sign-Extension benutzen. Das haben wir schon letzten Montag schon gemacht. Das Wort Lotwort, im Gegenseit gibt es Stalwart. Lotwort, für Lotwort laden wir ein Wort von Hausspeicher ins Register. Stalwart speichern wir ein Register im Hauptspeicher. Okay? So, wo sollten wir, welche Register sollten wir speichern? Das ist im Query-Register, auch 5 Bits. Und dann in welcher Adresse speichern wir das Register? Das ist gleich im Register. Hier plus Offset. Das Offset kann negativ sein oder kann positiv sein. Das ist auch mit Sign Extension zu benutzen. Okay, das ist hier. Wenn wir jetzt, das hier ist unser Register-File, nach diesen Befehlen speichern wir in Adresse x19 plus 8. X19 ist 1000, 1000 plus 8 ist 1008. Dann speichern wir diese, an dieser Adresse 1008 und dann der Inhalt von XArt ist dort gespeichert. Okay? Gut. Das ist sieht ein bisschen komisch aus. Warum haben wir nur 12 Bits zu Offset zu machen? Wir sollten ein bisschen gucken. Wir sollten über die Formaten ein bisschen gucken. Wir haben bisher drei verschiedene Befehle-Typen gesprochen. Zumeist wir haben Format A. Format Arithmetic gesprochen. Das ist zum Beispiel Addition, Subtraction, später Multiplikation. Addition oder Subtraction brauchen wir drei Register. Jeder Register brauchen wir 5 Bits. Ja? Und dann wir brauchen auch ein von sogenannten OP-Code oder Operations-Code, um solche Befehle zu kodieren. So, Operations-Code benutzen wir immer mit 7 Bits in RISC-V. Verschiedene Instruction-Set-Architectures haben verschiedene Formate von diesem Operations-Code. Wenn Sie mit, mit MIPS benutzen, mussten, dann ist OP-Code nur 6 Bits und die anderen Code sind nicht gleich aus hier. The design of instruction set is an art. The art is to make sure that it's understandable by the machines, not by humans. Okay? And the art is to make sure that it's complete. It has to encode all the instructions you would like to have. In this lecture, you are not going to be asked to design the instructions, right? So we will do it easy that you don't have to memorize this at all. Of course, you should never try to memorize this layout of either instruction set architectures. But why do I talk about that here? I need to explain you why you don't have 32 bits of constants. So we need to understand why. Okay, this is only about the general ideas about instructions. Okay, so wenn wir über Format A gucken, es gibt OP-Code. Und dieser OP-Code bedeutet, dass das ist eine arithmetische Operation. Das ist vielleicht Addition, Subtraction, Multiplikation und weiter. Okay? Und welche Funktion ist es, kodieren wir mit die zwei
Pferden. Funktion 7 und Funktion 3. Ja? Funktion 7 hat 7 Bits, Funktion 3 hat 3 Bits. Ja? Das ist nur für die Darstellung. Aber insbesondere haben wir 5 Bits für, Register, für das Zielregister, RD, R Destination, R Source 1 und R Source 2. Okay? Jeder hat 5 Bits, weil wir 32 verschiedene Register haben. So, wenn wir in RISC V mehrere Register benutzen mussten, dann brauchen wir mehrere Bits für diese Codierung. Das bedeutet, wir haben, dass wir weniger Funktionen hier haben. So, Instruction Architecture ist eine Kunst. So, man muss die genau über die genauen Register gucken und auch die Funktionen gucken. Okay, das ist Format A. Was ist Format E? Das ist in Lot-Word. Format E haben wir auch 7 Bits. Für Operationscode ist immer mit 7 Bits. Das ist der sogenannte Major Code. Wenn wir über die Major Code gucken, dann kennen wir, welche Funktion S ist. Okay? Nachdem können wir über die verschiedenen Felder gucken und dann verschiedene Felder bekommen wir die Information und dann laden wir die entsprechenden Funktionen. Wir werden im Januar da noch einmal gucken. Okay, dann haben wir 2 Register. So, das ist Lot-Word, Zielregister und Basis-Adresse-Register. Okay, das Zielregister ist hier, 5 Bits. Das Basisregister hier ist 5 Bits. Das bedeutet, mit den 3 Zusammenfeldern haben wir schon 7 Bits benutzt. Haben wir nur 15 Bits zu benutzen? Wir können natürlich diese 15 Bits einfach benutzen. In RISC V benutzt Lot-Word. Hier nur mit 12 Bits für die Offset, für die Immediate und die anderen 3 Bits mit verschiedenen Funktionen zu Lot-Word zu codieren. Okay? Gut. Zum Immediate zu codieren und einer ist Lot-Word. Es ist nicht einfach Lot-Word, es kann sein, es ist andere Immediate benutzen. Und mit Star-Word, das ist fast gleich, aber nicht gleich. Mit Star-Word, dieser Immediate ist nicht einfach dort codieren, aber zusammen haben wir auch 12 Bits. Don't ask me why. Okay. It's a design choice. Okay. You can do whatever you want. Huh? First of all, you can do whatever you want. You can design that you want to have immediate with 15 bits, but you will sacrifice other things. Okay. So it's not that important that we analyze the trade-offs here. Okay? Gut. Dann, es bedeutet, was wird passiert, wenn wir über das ein Programm gucken? So, ein Programm ist ein Vorgang von solchen 32 Bits aus Wörter in Speicher lassen. So, wenn wir ein Assembler-Programm von links, Lot-Word X2, mit Offset X100 vom Basisadresse X0 hier lassen, dann bekommen wir die entsprechenden Daten hier. Okay, so Lot-Word ist mit OP-Code 3. Okay, dann Mama, Zielregister ist X2. So, das ist Zielregister ist X2 und Funktion hier ist 3. Und dann das Basisregister hier ist nur
und dann Offset ist 100. Okay? Das ist Noteboard. Okay? Zusammen haben wir 32 Bits. Dann setzen wir das, diese 32 Bits in Speicher. Und dann fangen wir mit dieser Befehle. Das zweite Loadword in Zielregister X3 mit Offset 104 von Basisadresse X0. Das ist fast gleich wie der erste Befehl, nur das Offset hier ist nicht gleich. Und dann addieren wir die zwei. Der OP-Code ist 51 und dann machen wir weiter mit anderen. Also X2 plus X3 ist zu X3 zugeordnet. So, das ist hier. Okay, dieser X3 ist hier. Ups, nicht dieser X3, dieser X3. Und dieser X2 ist hier. Und dieser X3 ist hier. Ja? Okay, gibt es Frage? Keine? Dann Storeword können wir auch dort speichern. Die Übersetzung brauchen wir einfach bei Assembler. Das bedeutet, wenn Sie diese Befehle-Sequenz dort schreiben und dann mit Assembler zu übersetzen, dann bekommen Sie schon solche Binär-Sequenz, Binär-Folgert in einprogrammt auszuführen. Es ist nicht in Hauptspeicher. Wir sprechen hoffentlich heute das Thema. Okay? Gut, gibt es Frage hier? So, wir haben Zählen und in unserer Vorlesung immer mit 4 Bytes aus 32 Bits. Wir laden die Daten, wir laden die Befehle immer mit 32 Bits in dieser Grenze. Und dann, wenn wir diese Daten und Befehle am Speicher schon setzen, dann benutzen wir diese Speicher-Programmieren-basierte Programm. Dann, was können wir jetzt ist das, dieser Hausspeichert aus Daten und Programm benutzt wird. Wir separieren gar nicht Daten und Programm, aber die beide setzen wir einfach in Hauptspeicher. Okay, gibt es Frage über dieses Konzept von Neumanns Modell und Ausführungsmodell? Ja, bitte. Warte mal. Ja, warte mal. Ich hätte hier die Frage zu Function 3, das stand vor ein paar Folien, das war rot markiert. Und warum steht da denn immer eine 2? Das haben Sie, glaube ich, noch nicht erklärt. Das weiß ich auch nicht. Ja, okay. Es gibt eine nur, ne? Ne, Addition ist nur? Ja, genau. Ich glaube, wenn Sie es nicht wissen, das ist Antwort genug. Also, ja, das, ich habe schon gesagt, das fächert die Folien ist nur über die. Oh, Entschuldigung. Die Folien ist nur über die Übersetzung zu erklären. Und welche Funktion 3, Funktion 7 sollte man benutzen, muss man genau noch über RISC-V gucken. Ich bin auch kein RISC-V-Programmer. Wenn ich über Funktion 3 und Funktion 7 erklären musste, dann muss ich auch noch Datasheets gucken. Er vielleicht kennt mehr. Also Datenblatt ist genau das Stichwort. Das haben wir auch auf ein paar Übungszetteln verlinkt, das Datenblatt. Das findet man bei Google auch ganz schnell. Was das ist, ist nichts anderes als eine ewig lange Liste von allen Befehlen, die ich so aufschreiben kann. Und da steht dann genau drunter, wie das binär aussieht. Was Funk 3 ist, was Funk 7 ist. Ja. Also das ist einfach ein mehrere hundert Seiten langes Dokument. Da steht das alles drin und dann kann ich das nachlesen. Mehr Magie ist da nicht hinter.
Ja. Leider kann ich nicht die 100 Spec einfach im Geheimt laden. Ja. So, das ist auch gleich, wird in Klausur, wie ich schon gesagt, testen nur über die Konzepte, aber nicht die Details von Funktion 3, Funktion 7 hier. Ja. Gut, gibt es noch Fragen? Nein. Okay. Das bedeutet, wir haben eine Annahme, dass die Abarbeitung ist immer nach der Reihe. Das bedeutet, wenn wir die Befehle im Hausspeicher setzen, dann führen wir zuerst den ersten Befehl, dann den zweiten Befehl, dann den dritten Befehl und weiter. Es gibt vielleicht Übersprungen später, aber wir haben eine Annahme, dass wir die Befehle im Reihen, immer nach der Reihen ausführen. Okay. Deswegen, wir sollten kennen, wie wir jetzt sind. Das ist ganz wichtig und diese Stelle ist mit Programm-Counter gespeichert. Wir haben dann diese Programm-Counter aus PC. PC ist nicht Personal Computer, ist Programm-Counter. Als Programm-Counter ist unser bester Freund in dieser Vorlesung. Wir werden mehrmals über Programm-Counter erklären. If you don't understand the program counter and how the program counter works, you will never understand why you have bugs. Okay. You will call them features. Okay. So, I can probably talk a short story about that. A few years back, we wanted to prepare an exercise for embedded systems. And somehow, we got a problem that we wanted to run multiple tasks for that operating system. It never worked. And then we look at the data sheet or the manuals from that operating system. It says that it does not allow nested preemption. That means that you have multiple tasks. Task one can preempt task two during the execution. Okay? But you cannot allow another task to preempt task zero. And they claim that this is a feature. And we never understand why this is a feature, because if you either say it's not allowed to be preempted, you basically run the task from beginning to the end, or you say it's allowed to be preempted, you allow other higher priority tasks preempt lower priority tasks, right? So it makes no sense to say it does not allow nested preemption. So we look into that. We found very strange, yeah? Because the program counter was reset after nested preemption. So they claim that this is a feature, but in fact, it was a bug. We will talk about that bug at some point in time when we do go through the context switch at that point. Understanding the setup of the program counter is your first step to avoid to have a good understanding about the execution order of your program. If you even don't know where your program counter should be set, then you don't know where your program flows to. Okay? So this is what we are going to do in the next few lectures to understand how program flows and how your memory betrays you, or how your memory makes a good friend with you over your career. Okay, make a good friend with your computer, especially the program counter. It's one of your best friends. This is where the box comes from. Okay, so, was passiert? Wir fangen mit den mit der Anfangadresse an.
Dann setzen wir den Programm-Counter. Dann laden wir hier X5. Hier, das ist Load-Wall, etwas zum X2. Jetzt keine Ahnung, was das ist. Und dann führen wir den Next-Befehl aus. Dann bekommen wir etwas. Dann machen wir X2 plus X3, glaube ich. Dann schreiben wir in X3. Dann bekommen wir hier 25 und weiter. Ja? Dieser Zähler, wie wir jetzt sind, ist immer im Programm-Counter gespeichert. Okay. Gut. Dann, das haben wir schon geguckt. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, Sprungbefehle. Dann können wir im anderen Bereich laden. Sprechen wir Sprungbefehl. Next. Oh, nein. Dieser Mittwoch. Heute ist Montag. Ja. Okay, gut. Dann, das haben wir schon geguckt. Wir haben schon über diese Immediate ein bisschen diskutiert, aber das habe ich letzte Woche schon gemacht. Wir mussten einen Konstant mit 32 Bits laden. Aber es gibt nur 12 Bits hier. Was sollten wir machen? Es gibt nur 12 Bits, leider. Aber wir haben, ich musste eine Konstant mit 32 Bits setzen. Aber ich sehe nur 12 Bits. Ich sage nur, dass ich bei x86, also nicht RISC-V, so dem, was wir in unseren normalen Desktop-Computern haben, das einfach hinschreiben könnte. Da könnte ich einen Assembler-Befehl mit einer 32-Bit-Konstante hinschreiben. Nein, das geht erst nicht hier. Das passiert auch wirklich nicht in der Hardware am Ende, aber ich könnte es erstmal hinschreiben. Es funktioniert. Okay, gut. Gut, gut, gut. So, wir brauchen mindestens 2 Befehle. Ja, ist es klar? Es geht nicht nur mit einer, aber brauchen wir 2. Okay. Ansonsten müssen wir die Konstanten im Hauptspeicher speichern. So, es gibt 2 Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Wir speichern solche Konstanten im Hauptspeicher. Dann benutzen wir Load-Wall. Okay? Aber es bedeutet, für jede Konstante müssen wir diese 4 Bits, 32 Bits im Hauptspeicher speichern. Ja? Das ist vielleicht nicht praktisch. Die andere ist, dass wir separieren diese Konstanten und dann laden wir vielleicht mit 2 oder 3 Befehlen. Hm? Okay. Das ist. Okay, this is not what I'm supposed to get. This is the problem when you don't look at the slides beforehand and thought that you are looking at that one. Okay. Okay, so wir gehen weiter. Weiter, 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 weiter. Nicht, nicht? Auch nicht? Okay, laden von Konstanten. Ja. Wir gucken zurück später für die anderen Folien. Okay, was ist Paul? Fünfte, was ist fünfte? Nein, noch nicht. Okay, gut, wir gehen zurück. Laden von Konstanten. Wie kann man 32 Bits Konstanten in Register laden? So, wir haben Odd Immediate oder etwas mit Immediate mit 12 Bits aus Konstanten. Das ist gleich wie Load Odd. Also mit E-Format, dann wir können nur die 112 Bits mit All Immediate laden. Ja? Das bedeutet, wir können die 12 Bits zum ersten aus All Immediate benutzen. Das bedeutet, wir lernen mit X0 und ein Konstant.
So, x nur ist immer nur x nur logic odd mit dieser 12-Bits-Konstant, dann bekommen wir die 112 Bits. Okay? So, deswegen haben wir diese Lot Word, also Immediate Format mit 12 Bits, dann können wir 12 Bits dort setzen. So, wir brauchen anderen Befehl mit die höheren 20 Bits zu laden. Ja? Und dann können wir die zwei zusammen kombinieren und dann bekommen wir diese Konstant. Ja? Das ist unser Trick. So, load a constant braucht man zwei Befehle. Zumindest laden wir etwas und dann kombinieren mit anderen Konstanten. Ja? So, wir bauen einen Befehl mit 20 Bits immediate. Oh, we need an instruction. That can load 20 bits to the upper part. And you did not see that beforehand, right? Das bedeutet, wir brauchen ein neues Format, sogenannten load upper immediate. Load upper immediate in RISC-V ist ein besonderes Typ. Der Befehl hat zusammen 20 Bits aus immediate. Und gucken wir jetzt, 20 Bits von immediate, 5 Bits für das Zielregister und 7 Bits für die Operationscode. Das ist zusammen auch 32 Bits. Was brauchen wir jetzt? Ist das, wir sollten zum ersten Load Upper Immediate benutzen, dann bekommen wir die höhere 20 Bits in unser Zielregister und dann können wir mit Odd Immediate, Logic Odd Immediate benutzen, um die untere 12 Bits zu laden. Was brauchen wir hier? Ist das, wir können Load Upper Immediate x1 Konstant stickt. Diese Konstant stickt ist die höhere 20 Bits. Und dann, wir haben die höhere 20 Bits in x1 schon geladen. Und dann können wir jetzt mit x1 und Konstant stickt, stickt. Konstant stickt, stickt ist die 112 Bits. Zusammen mit Logical Odd zu machen, dann können wir im Register Odd zuschreiben. Das ist auch gleich mit Assembler von Load Immediate erzeugt von RISC-V. Okay? Das bedeutet, wir sollten immer über die Immediate gucken. Wenn wir 32 Bits Immediate auf Konstanten laden mussten, dann brauchen wir zwei Befehle. Wenn wir nur ein Immediate benutzen mussten, aber dieser Immediate haben wir nur 12 Bits haben, dann müssen wir immer überlegen, ob dieser Konstant positiv ist oder negativ ist. Und deswegen machen wir immer mit der richtigen Sign-Extension oder Zero-Extension. Wenn diese Funktion ist immer positiv, dann diese Immediate zwischen 0 und 2 hoch 12 minus 1, okay, dann ist es mit Zero-Extension. Ansonsten, normalerweise, benutzen wir mit 2er Komplement. Dann diese 12 Bits Immediate ist zwischen minus 2 hoch 11 bis 2 hoch 11 minus 1. Dann brauchen wir immer mit Sign Extension zu benutzen. Okay?
Das haben wir letzte Woche schon geguckt. Dann gehen wir zurück. Okay, das habe ich letzte Woche schon gesagt. Wenn wir über solche 12 Bit Offset in 32 Bit Arithmetic, dann bauen wir immer mit Sign Extension. Wir benutzen normalerweise Sign Extension. Wenn wir Zero Extension benutzen mussten, das ist mit solcher Implikation, dass dieser Gebiet ist nur in positive Richtung, aber nicht in negative Richtung. Ja? Das ist auch hier, man kann noch erklären, mit Sign Extension oder mit Vorzeichenserweiterung, dass wir haben Plus und Minus von Basisadresse. Wenn wir nur mit Zero Extension benutzen, dann es bedeutet, die alle Zahlen positiv sind. Okay, das ist nicht normalerweise bauen wir nicht. Ja? Okay, so gut. Es tut mir leid. Dann haben wir auch diese Befehle mit sogenannten Immediate Befehle. Es gibt Art I, Sub I und verschiedene I. Ja? Wenn der Befehl endet mit I, also ist immediate. Immediate bedeutet constant. Ja? So, at I, dann haben wir ein Zielregister, ein Querregister und 12 Bits constant. Ja? Das ist auch gleich. Das ist AS plus constant. Fair constant ist S. Das means sign extension. Okay. Normalerweise ist es mit Sign Extension, ja? Muss ich sagen. Dann Subtractionsbefehl, das ist X4 ist zu X3 minus X2 zugeordnet. Und Subtraction gibt es Ausnahmen, wenn es nicht, es gibt Overflow, es gibt Sub-I-Befehl, leider nicht. Okay, warum nicht? Okay. Why is not? Why is that difficult to get sub E? Why do we have subtraction, but we don't have sub immediate? It's a bit confusing, but let's have a look at this. It's not, it's a design choice. But why is that a design choice? Yeah. So, sub E is in format E. Es bedeutet, wir haben nur acht verschiedene Funktionen hier zu kodieren können. Wir haben Load Version geguckt. Ist Funktion 3, hier ist 2. Ja. At I ist andere kodieren. Und wenn wir nur acht verschiedene Funktionen laden mussten, dann müssen wir überlegen, ob Sub I ein ganz wichtig Befehl ist. Wenn es ist nicht so wichtig, wir können einfach mit At I benutzen. Ja. So, at i ist gleich wie sub i. Wir brauchen nur einfach die Kodierung von den Konstanten richtig kodieren. Dann wir sollten nicht einen Befehl einfach so wegwerfen. Ja? So, when you analyze those immediate instructions, you have to think whether you really need that. Every immediate instruction would either consume one function 3, or you need to spend an opcode for that. We don't have so many options. But with these arithmetic instructions types, we have in total, come on, 10 bits. We can encode 1,024 different types of arithmetic operations as we want. We can encode every of them. I think we don't have so many, right? So it's a design choice.
Okay. So don't ask your instructions in architecture. I need a lot of immediate instructions. Why don't you give me more? Of course not, because every of them needs some space to be consumed. Or you will reduce the number of instructions you can offer. Okay, good. If you find replacement. Sub-instruction is sometimes also not implemented. They implement that as a pseudo instruction. We'll talk about pseudo instruction later. Okay. So, addition mit negative immediate, und dann sparen wir auch eine Bit-Funktion dort. So, stattdessen, sub i, benutzen wir add i mit negative Konstanten. Also, es gibt Multiplikation. Ja. Multiplikation ist ein bisschen komisch. Wir haben zwei. Wir haben zwei Register, jeder mit 32 Bits. Wenn wir die zwei Register multiplizieren, dann bekommen wir 64 Bits. Da haben wir Probleme, welche Bits benutzen wir. Es gibt verschiedene Multiplikationsbefehle, zum Beispiel, das ist einfach Multiplikation, x3 mal x2 ist zu x4 zugeordnet. Welche x4? Welche 200 Bits? So, hier benutzen wir einfach mit die niedrigen Teil von das Ergebnis. Was bedeutet jetzt hier in RISC-V, weil Multiplikation mehrere Bits generieren mussten, wir sollten den richtigen Teil spezifizieren. Wir sollten den Unterteil oder den Oberteil geben. Multiplikation ist nur mit den unter 32 Bits. Dann es gibt andere Multiplikation mit höheren 32 Bits. Okay? Mit höheren 32 Bits mit unsigned. Und mit höheren 32 Bits signed mal unsigned. Okay. Was bedeutet jetzt hier ist, dass wir sollten auch über die Übertragung, so Overflow gucken. Es gibt eine Frage auf Slido. So, Folien 32. Wenn es Überlauf gibt, wie lässt sich ein Überlauf bei der Multiplikation bei der Zeit in die oberen 32 Bit allgemein feststellen. Where is this an overflow? Ja. Langsamer können wir noch gucken. So.
wir zurück zu Feld. Okay, I hope this is not a hint that you should not receive. Okay. Ja, gut. So, wenn mindestens eines der oberen 32 Bits nach der Berechnung nicht dem Vorzeichen entspricht. Ja? Das bedeutet, wir sollten immer gucken, ob es ist Zeit oder Unsigned. Ja? Deswegen haben wir über hier geradet, Entschuldigung, fast vorient Sequence arranged. Ja? Dann ist, wenn wenn das Ergebnis der Multiplikation unsigned, dann auch ein Überlauf stattfindet, dann, wenn es gibt ein Bit, der oben 32 Bits ungleich nur ist. Hier ist ein Beispiel, so minus 1, okay, das ist minus 1, das ist, Entschuldigung, das ist sign unsigned, unsigned, sign mal unsigned, oder unsigned mal signed, habe keine Ahnung, jetzt. Ist es? Das ist unsigned, ja? Das ist unsigned. Dann unsigned, das ist, wenn hier unsigned mal etwas, das ist überlaufen, okay? Wenn es signed ist, dann ist es anderes. Wenn das Ergebnis Multiplikation signed ist, dann habe ich Überlauf finden, wenn die ober 32 Bits nicht nur Verzeichnisbits sind, ja? Das bedeutet, wir sollten einfach hier alles 1 hier setzen, ansonsten haben wir Probleme, das ist nicht negativer. Okay, gut. Es gibt eine Frage über Multiplikation, aber das ist nicht besonders für RISC-V. Das ist nur ein besonderes Befehl für Multiplikation. Und Multiplikation ist ein besonderes Berechnungsbefehl, weil wir mehrere Bits haben. Da müssen wir über diese Bits operieren. Ja? Division, das ist auch ein besonderes Befehl, weil wir zwei verschiedene Ergebnisse bekommen. Es gibt Division x3 durch x2, dann das Ergebnis ist in x4, das ist Division hier. Wenn es u gibt, dann ist es normalerweise for unsigned. Dann x hier ist x3 durch x3, x2 mit unsigned. Dann das Ergebnis wird dabei immer abgerundet, ja, mit ganzer Zahl. Ja. Das ist ein Feature, nicht Bug, ja, muss ich. Wir über dort über Division, das ist x3 durch x2 und das Ergebnis von Quotient ist in x4 gespeichert. Okay, dann es gibt auch Remaining oder Remainders, Entschuldigung, Remainders, der Rest. Remainder, das ist der Rest von x3 durch x2 ist zu x4 zugeordnet. Und das Vorzeichen wird dabei von Division übergenommen. Der Remainder ist normalerweise positiv. Ja. Okay, es gibt Überlauf mit verschiedenen Befehlen. Zum Beispiel hier ist, welche ist es? Dieser Zahl.
ist nur x ab nur ist noch nicht die große Zahl von ist nicht die größte Zahl von positiv. Ist es richtig oder nicht richtig? Feierzahl ist am kleinsten. Mit 32 Bits am kleinsten. Which number is the smallest one? With 32 bits? Yeah? Okay. This is the range of the numbers we can represent. Okay. Now let's take this number divided by minus one. What do we get? So aber es gibt keine 2 hoch 31. So, es tut mir leid. Es ist Overflow. Dann müssen wir dort über gucken und dann bekommen wir auch diese Besonderes. Okay, jetzt können wir noch dort überlegen. Gut, mit Multiplikation und Division müssen wir ein bisschen aufpassen, überlaufen. Aber das kann man schon gut verstehen. Das ist Multiplikation mit drei Registern, Division mit auch drei Registern, mit verschiedenen Dingen zu beobachten. Es gibt natürlich auch logische Befehle. So logisch end, logisch out, logisch end i, logisch shift left, shift logic left, okay. Shift left logic, shift left logic immediate. Okay, let's do it slowly. Shift left logic immediate. Shift right logic immediate. Is that correct? Okay, good. So I just don't know which one is left, which one is logic. Okay. Good. So shift logic immediate sounds an interesting thing that we can have a ball. So shift logic immediate. This is shift links. Link shift 0x48, shift nach links mit 2 Bits. And the answers here are decimal numbers. The answers are decimal numbers, not hexadecimal numbers. Okay. 0x48 is 72 in decimal, because I calculated that before I came to this lecture. I also don't know how much it is. 0x48 is 72. In decimal. Shifted nach links um 2 Bits. Wie viele? Wie geht es? So Shift nach links mit um einer Stelle ist gleich wie Multiplikation mit 2. Fast gleich, wenn es kein Überlauf gibt. Okay.
mit um zwei Stellen. So, when we write programs, if you want to multiply with two, just shift that with one position. And don't like to do multiply with two. I like to shift the bits around to show that I'm a good programmer. Oh, that's not an attitude, sorry. To show that you understand what you are doing. Huh? But the problem is that if you don't write a comment, no one knows what you are doing. So, the logic operations are very good if you know what you are doing, and are very bad for the readers, so you better put comments whenever you put shifts. I hope so, right? I think people can understand. Okay, good. I hope we get good results here. Okay. So, Shift nach links, um ein Bit ist Multiplikation mit zwei. Mit zwei Bits ist Multiplikation mit vier. Okay. Gut. Dann hier. Ich habe es schon gesagt, normalerweise machen wir mit Side Extension. Wann sollten wir mit Zero Extension machen, ist immer mit Logic Operationen. When you apply Logic Operations, if you do some extension towards left, this is not what we want. Yeah? We do some extensions for the numbers, for integers, for two's complement, to make sure that we don't turn a negative number to positive. But when we do Logic Operations, then the logic operations would also extend the bit width from 12 bits to 32 bits. And over layer, you would do zero extension. Okay, good. Any question for this? Okay, zero extension is used for this case because you need to make sure that you don't add additional ones. Otherwise, you are getting into a wrong area. Okay, gut. Gibt es Frage? Nein? Dann haben wir auch über Load Immediate schon geguckt. Und das habe ich zwei Fragen auf Slido. So, Load Immediate, das bedeutet, wir brauchen Load Upper Immediate zumindest. Diese hat 20 Bits Raden und dann machen wir mit Logic Out Immediate, so dass wir mit Zero Extension hier einfach mit Zero bekommen und dann können wir die zusammen konkentieren. Okay, habe ich zwei Fragen? Keine Ahnung. Warum gibt es immediate instructions, zum Beispiel add i? Theoretisch würde die load immediate instruction reichen. Why do we need add i? We have load immediate already. Was ist andere? What's the next one? Can we give name?
Okay. Das machen wir. Okay. Okay, so for the next one, we cannot give you too early. Maybe I should ask this question before we start this immediate, and the next question is actually after. But when we put the hints here, it's sometimes not clear whether I should ask this question before explaining the slides or after explaining the slides. So I think next time, next year, we will try to figure out a better way to organize this. Okay, good. Let's have a look. Yeah. So, natürlich, wir brauchen kein ADI. We don't need such immediate instructions for arithmetics unless we want to make it more efficient. The idea is that you use those instructions to reduce the instructions you need. Otherwise, you want to do an operation in by involving a constant, you have to first draw the constant and then start the operation. A row has a limitation for such operations with only 12 bits, but maybe your program has such steps like I is assigned to I plus 1. Have a lot of this, then you just need one instruction instead of multiple instructions. I speak in English, I'm sorry. I'll change back to German. Okay, the next Frage. Angenommen, Konstant Stick ist eins ist und Konstant Stick steht 2 ist. Was ergeben Stick in R auf dem Beispiel in Folien 1 in Dezimal? Glaube ich. So, muss ich noch gucken, welcher ist es? So, hier, Konstant Tisch ist, wie viele? 2 oder 1? Keine Ahnung. Konstant 1 ist 1. 1 und 2. Hier ist 1. So, hier ist 1. Tick, tick, hier ist 2. Okay, und was ist A? So, ansonsten, es ist... Ja, das ist einfach, nur x. Das ist nur 1, nur 2, ja? Did I make it wrong or not? Yeah, that's correct, huh? Okay, good. Etwas plus 2, ja? Gucken wir jetzt. So, I'm very good in this. Etwas plus 2. Und etwas mit auch, natürlich, 2 hoch etwas plus 2. Das ist leider nur eine. So, this is so, okay? Gut. So, 2 hoch 12 plus 2. Also 4096 plus 2. Ja? 4098. Gut. Dann, es gibt auch der Load Address. Wir haben Load-Ohr gesprochen.
Load word speichern wir etwas in Adresse, in Hauptspeicher. Manchmal bauen wir die Adresse von Function, Ruf. So we want to know which address that function represents. Und dann speichern wir mit etwas mit Labels im Programm. Dann können wir mit LoadAddresser benutzen. Was bedeutet hier ist, dass das LoadAddress laden wir in das Zielregister X2. So, Register 2 ist zu die Adresse von dieser Label zugeordnet. Okay. Label haben wir bisher noch nicht gesprochen. Wir werden später dort schon gesprochen. Sie können vor jedem Befehl ein Label geben. Es bedeutet, im Assembler gibt es auch diese Übersetzung und Label zum Adresser zu geben. Okay? Okay, dann fast fertig. Gibt es Fragen über Befehle? Ich glaube, wir können heute unser Ziel erreichen. Gut. Ja. Okay. Wie wir früher schon diskutiert, wir haben Datei und Programm gleichzeitig auf Hauptspeicher gespeichert. Und jetzt müssen wir überlegen, wie funktioniert es. Wir haben ein Speicher bereit in Hauptspeicher. Wir haben vielleicht 32 Adresse, weil wir nur 32 Bits haben. Ja? Wenn wir mehr Bits haben, dann können wir mehr Adresse benutzen. Dann, wir sollten die Datei und Programm ein bisschen überlegen, wo wir dort lassen können. So, im meisten Systemen gibt es solche Bereiche. Es gibt Segment für Text, sogenannten Text-Segment. Das Text-Segment ist read-only und ist nur für die Befehle. Warum ist es hier nur read-only? Es ist einfach so, wenn wir das Programm fertig geschrieben haben, dann gibt es nicht mehr Änderung. So, Text Segment ist deswegen read-only. If someone wants to write to the text segment, they must be wrong. The text segment is always read-only, or you are doing something completely crazy, like we do, writing a paper to do this, explaining why this is beneficial, but you need to know what you are doing, okay? So text segment, unless you are crazy enough, should be read-only, okay? Good. Dann, let's skip that time. Datei. Hier haben wir in die zwei Bereiche gesehen. Datei. Es gibt Data-Segment. Das ein paar Leute hier vielleicht kennen schon. Heap. Okay. Oder Dynamic Memory. Und Initialized Constanten. Und das ist in dieser Data-Segment. Diese benutzen wir in Data-Segment. So hier Datei können wir zum Beispiel aus Konstanten im Programm schon spezifizieren, deklarieren, oder ein paar non-initialized variables oder objects dort lassen.
Okay? Wenn Sie zum Beispiel ein Objekt deklarieren oder initialisieren oder new Objekt machen, dann laden auch in dieser Gebiet. Okay? Dann wenn wir mehr Datei dort benutzen, dann dieser Data Segment washed off. Okay. So this area would become larger, growing in this direction. Okay. Es gibt andere komische Datei, sogenannten Stapel or Stack auf Englisch. Solche Datei ist diese dynamisch erzeugte Datei. Wenn man auf Loop aufbauen oder abbauen bei Anruf von Funktionen, dann bauen wir diese Datei dabei. So, wir mussten die zwei Dateien und dieses Stack-Segment laden wir zum Beispiel von hier. Wenn wir mehr dort Datei benutzen, dann können wir hier erreichen. Okay, wir haben die zwei verschiedene Dateien. Diese Datei von oben ist, fangen wir mit konstanten Variablen und Objekten, die wir von Anfang deklarieren. Und dann, das geht in diese Richtung, wenn wir mehr Datei benutzen mussten, zum Beispiel mit Memory Allocation oder mit der New Instance von Objekten, dann dieser Dateisegment ist auch mehr und mehr. Das Stack-Segment ist wegen den Loop, auf Loop oder ab Loop von Funktionen. Wenn Sie etwas in Funktion arbeiten mussten, dann diese Datei ist auch das Segment wächst. Grows up. What is that in German? What is grows up in German? Wachsen. Okay. So, sorry, forget a word. So dann dieser das Segment auch wächst. Okay. Dann natürlich, you know this website Stack Overflow, right? It's not just a website. You know that, right? You know the reason for Stack Overflow. When do we have Stack Overflow? What is the Stack Overflow? Give us Meinungen, yeah, Peter? Okay, good. Stack Overflow. Beispielsweise, wenn man eine rekursive Methode hat, die keine Abbruchbedingungen hat, also die ganze Zeit unendlich sich selbst aufruft, dann irgendwann kommt da so ein Stack Overflow-Error, weil Java damit nicht mehr mithalten kann, weil es sich so oft selbst aufruft. Weil ich meine, bei jedem Methodenaufruf auch immer eine bestimmte Menge an Speicher freigelegt wird für diesen Methodenaufruf. Ja, okay. Gib es noch. Keiner? Ja? Do you have comments? No? Okay. Gut. So. You would say, why do we need these two? Unfortunately, we do need these two, okay? Because we have a shared memory for data. Some data will be used for some reasons. When you call a function, you declare variables. When you declare too many variables, you would occupy the whole memory. And then you have to pay attention to all the stuff, yeah? So for this lesson, we have mit text, data segment, and stack segment. Okay, dann Sie können die Anfang-Adresse dort setzen. Das, was Sie nur sprechen, ist das. Für das Data Segment, wir machen in dieser Richtung, für Stack Segment, wenn wir im niedrigen Adresse benutzen,
in Stack Segment bedeutet, dass wir mehrere Stack benutzen haben. The stack grows in a negative direction. The data grows up in a positive direction. This is what we say. Okay, gut, dann, das habe ich schon erklärt. Wir haben dort Betriebssysteme, das haben wir hier in dieser Vorlesung. Und wichtig ist, aber natürlich ein wichtiger Teil für das System, sprechen wir mit Text-Segment, Data-Segment und Stack-Segment. Und wo ist meine Paar? Wir haben viele Paar dabei. Wir sprechen. Letzter, dieser. So, was brauchen wir? I quickly talk about this. When we have assembly program, we use assembler. It goes to the binary code, as we already talked earlier. But it's not the program. It's a program that is not going to be executed. You need to load a program. You need to have a loader. Okay? And if the program is loaded to the system, then you can run this program over here. Okay. Okay. But the linker is when you have shared memory here. In this lecture, we don't have that at all, so it doesn't matter. But the loader can do that as well. Come on, I have a conversation and like that I'm talking only, so you have to take the microphone. What is the problem here? There's actually one step more between the assembler and the loader, and this step is called linker. So what does the linker do? The linker links. So it basically... What does the loader do? It loads. No, the linker basically places the contents in memory. So the linker defines where the text is, where the data is, where the stack is, where the heap is. Of course, it must not do this with absolute addresses. It can say, I want to have my data... Wait a second. They don't know absolute address. Okay, so the linker does not need to say I want to have my text at 0x1234, but it can rather say I want to have my text 500 bytes behind my data, and then the loader can do the rest. Yes, but in our simulator and the lecture here, the linker doesn't play a role because the loader does the job already, okay? So when we specify the address here, basically, we already specify where it goes, right? So which part is the main program, how do you start the program, and so on and so forth, okay? So when you click run, when you click compile assembler in the simulator, it generates the binary program. When you click run the program, it loads the program by setting the program to the correct address, the data to the data area, the data segment, the instructions to the text segment, and it starts to execute the first instruction in the text segment. Okay. And when you really look at this structure, it's that you miss something called linker, and the reason why it's not included here is just to reduce the confusion for the first semester students. And they don't know the absolute address yet. We will talk about that. Okay, good. So, what's the function of assemblers? It translates the symbolic instructions to the big vectors, as we discussed earlier. It also translates the symbolic registers to the big vectors. And we may have something called pseudo instructions. Those are the instructions that do not exist in the machines, but you can use multiple instructions to achieve that instruction, and such pseudo instructions are also generated translated to the corresponding instructions. And it also handles the corresponding symbols that we see earlier, that you claim that this is the main function and the translation and so on and so forth. The global regions and all those points that you put as decorations. Okay. Good. Then it does also load stuff. So you have to specify the memory address. We call this text.
This is ASCII text. This is nothing to do with the text segment. It says that you want to put some ASCII text. Okay? And you have the ASCII text that has zero at the end. That's basically the end of it. Otherwise, you continue to take the next one. Have the data segment, as we said earlier. Have to put that to the data. And have some external symbols you would like to put. You also put it here, and so on and so forth. The text segment here is the first instruction. After this keyword, the next instruction starts, and then you could start the instruction. Okay. So I'm not going to talk about this table today because we would use them on Wednesday as well. So we will give the registers some names so that we don't talk about the blind indexes. I would not give them, you can say x0 is 0, so let's just call it 0. It's a good idea. x1 is a return address. Let's don't call it x1, let's call it return address. So we will give those registers some alias so that we are able to call them nicely and use them correctly. Instead of memorizing x1 is the return address, we just use RA, return address, to specify this. Yeah. Okay, good. We'll talk about this tomorrow, on Wednesday, but before we leave, I'm so excited that we are going to do some crazy stuff. The next question. Let's do it once, and then we'll continue that tomorrow, on Wednesday. Okay. It's a Java program. What is this program? It does nothing. It just declares an integer object and put it in. Let's assume that this class is a class that is the main class, the main function of it. I should not use Java for this reason, okay? So the question here is that, which function is put in a data segment? Which part is in the data segment? Is I in the data segment, O in the data segment, K in the data segment, or the capital R in the data segment? Which one has the possibility to be put in the data segment? Let's put it this way. Should we tell them what BSS is? Es ist jetzt ein neues Wort aufgetaucht hier, BSS. Ich glaube, das hatten wir vorher nicht. Nein, ja. Für den Moment, das ist das gleiche wie Data. Ja, alles hier ist gleich wie Data. They are all initialized at the beginning and they will be used explicitly when you call it. Yeah? So which one is in Data? I think we will use this program multiple times. Actually, in Java, I is also only a reference array, right? Which one? I is in Java. Yes. Just a reference. So it's a Java. So we have to know a few things. Right? So this integer I is integer I, okay? It's a reference. And the object, the new integer has an object, okay? And the object is put somewhere. So the capital I and the object are unrelated, just that the capital I, this variable capital I, refers to that object's address, okay? Yeah, of course, it's not that easy, huh? Have the next question as well. Which part, where do we store function foo? Where is the function foo stored? It's a function, right? It should be stored somewhere.
where are the functions usually stored? Okay, keep in mind that we said earlier, right? If someone is crazy, then they will do something strange, right? A function is a sequence of instructions, so you should know where it's stored. Huh? Let's go to the next one. Where does this variable k store? So where do we store variable k? Here. K, the small k in foo. What's the next one? Voting is closed. The voting is closed, sorry. What's the next one? We basically would ask you all of them, huh? Don't worry. Capital I. The next one is where capital I is stored. The next one is FK. The same address every time. Oh, okay. Okay, we have two more questions. The next question is that we have three more questions. Capital I. The next question is where capital I start. The next question is that is the address that you put variable K in foo always the same or not? The last question. For recursive calls, what happens with K? For the recursive call of foo, what happens with K? You need to get the answers before you start to guess those stuff. Yeah, but we will ask you all of them before we leave today. Okay. Okay, so where do we store variable I? And where do we store the object that you use to new? You get when you call new integer of four. I hope you are not getting more and more confused. This is a very simple program. We are just asking a very simple question. Where do we store those corresponding data and objects? In fact, I should not use Java to ask you this question. Huh? I should use C, or as you see, it's as clean as possible, but I use it as if it's C, so our explanation will be based on that. Yeah, but you understand most of that. I mean, for BSS, I would say, not so sure. He claimed it's the same, but I just said that for BSS, I'm not so sure whether we can claim what we said is correct. Okay. So think about your answers. We will make the same poll at the beginning of next lecture as well. So we would explain all of them as again. Huh? Next one? Well, not yet. Next one. Does this variable k by every call of function foo put to the same address? When you call this function foo, you want to access this variable k. Is this access always to the same address? And this is our main job in this year, to understand that where we put the objects and how we handle those objects in the memory. Okay? And this is the reason why we talk about assembly here, to understand what we are doing in function calls, not to actually do assembly programming. Okay? The last question is this one. If we call this function foo
in a recursive manner. What would happen with the variable k? What are the answers? I'm just curious. The computer explodes, I don't know. The computer explodes? Unfortunately no? Not. We did not put that. Single double allocation. Mm-hmm. OK, so I hope you understand why we designed this pause. You have already understand how to program. And in this lecture, it's not about understanding how to program. It's understanding how your computers handle your programs and how you should consider the computers handle your programs. So we hope that after the end of this part of the lecture, you would get the correct answers for the questions we put today. Because those are important questions. When you want to debug your program, you need to know where the variable is. Otherwise, you are looking at the wrong stops. If your variable is in a stack, you should not go to heap to find it. You get something wrong. If your variable is in the heap, you try to get it from stack, you are looking at the reference only, but not the data. If your variables, you forgot to initialize your variable, and you try to find it in a stack, you will never get it. It's in your data segment and BSS segment there. Okay. So I hope that we discuss this on Wednesday, and after that, you will understand why we talk about such subjects here. See you on Wednesday.